So, und damit, hallo Leute, was geht ab? Jetzt kommt zum Video von Phobia Sandivne. Ich weiß gar nicht, wie man ausspricht. Divne Hotel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich glaube, das eine Dinfner ist stumm. Jo, wo sind wir? Wir haben im letzten Video das Verwaltungsbüro hier geöffnet. Haben dann auch direkt mal zwei Rätsel gemacht. Gut, das Rätsel haben wir nicht gemacht. Wir haben, genau, diesen komischen Wühlflammer gerettet. Den haben wir geknackt. Da haben wir das vierte Stück für den Schlüssel bekommen. Dann haben wir die Kiste geöffnet. Jetzt brauchen wir den Zahlencode für die Kiste. Und wir haben aus dem Safe diesen Tastenabschnitt und ein Notenblatt. 0 1 1 2 3 4 5 6. Gut, jetzt sehen wir mal nach oben wieder in die wie nennt man das? In die Oper, Ballsaal gehen, damit wir das Stück einsetzen können. Aber ich okay. Eine Kiste ist glaube ich oben. In diesen dämlichen Kubus da abgeben. Ich glaube hier war der, ne? Da war das Klavier, beziehungsweise der Flügel. So, dann kann das Ding ja weg. Verstehe ich, brauchen wir nicht mehr. Ah! Oh. Dahin, Mann. Gut. So, den Schlüssel. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Schlüssel noch öffnen könnte. Habe ich noch irgendwo. Ich glaube, irgendwo war noch eine Kiste mit 4. Oh, boah, also kein Plan. Kann ich denn mal da runter? War das hier? Ja. Gib mir noch nicht mal einen Sack. Ein Schuss und Schiss. Mistkind. So, das der. Verwenden. Ach du heilige Maria, was? Ja. 0 1 1 2 3 5. What the fuck? Das war falsch. 0, 1, 1, 2, 3, 5. Wobei, weißt du was, ich mache da jetzt ein Foto von, das kann ich mir doch nicht merken. Hab ich keinen Bock mehr zu merken. Kamera. Foto. Warte mal, eine Kamera. So. Foto. Zack, bumm. Dass ich mich das jetzt merke hier, ist mir viel zu stressig. So, Foto. Aber ich glaube, so weit komme ich gerade, oder? Ja, mal gucken, wa? Ja, geh runter. Nee. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Geht gar nicht. Krieg ich denn 13 hin? Thank you.
glaube der 13. Bim, Alter, ich habe keine Ahnung. 21,34. Okay, das funktioniert irgendwie nicht. Kann immer nur eintassen. Ja, Alter, wie soll denn das funktionieren? Da blicke ich ja mal gar nicht durch. Ich habe keine Ahnung von Klavier oder Flügel oder so. Ah, oh, wieso ist das denn so langsam, Mann? Das ist so richtig ratze. Dass man jetzt jeden einzelnen Abschnitt. Einfach nichts. Fibonacci, ja schön. Kann ich da noch andere spielen? Ich kann nur die andere Seite, ne? Erinnert das so was? Nee. Problem ist, wie kann ich die 13 spielen? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 ist ja. Einfach. Wie spielt man eine 13? Was ist das, eine 13? Vielleicht so. Das geht mir halt nur auf den Sack, dass du das nicht einfach festhalten kannst, wa? Alter, keine Ahnung, Mann. Das google ich jetzt. Kein Bock, da jetzt 5 Stunden dran rumzuhängen oder über irgendeinen Scheiß nachzudenken. Das ist mir so stressig. Jetzt spielen wir irgendwann mal durch haben. Bla bla bla. Okay, so weit bin ich noch gar nicht da. Okay, gar nicht so schlecht war. So war das. Hätten wir drauf kommen können. Da hätten wir drauf kommen können, aber alles einzeln spielen. Dumm. Egal. War mir zu anstrengend. Warte, was ist das? Ich hätte gedacht, er lässt seinen Kelch sacken. Cool. Komm ich da durch? Nein. Warum nicht? Wäre jetzt zu einfach.
immer noch nicht. Ja, eh wieder irgendwelche Monster ab. So bewusst. Klar, dass er direkt zwei sein mussten. Den jetzt haben für eine Karte. Schwarz. You. What do you want from me? Ich glaube, die will nur Hilfe. Nicht so. Ach, hier sind wir. Oh, schwarze Karte. Cool. Ich habe doch so einen Zettel. Mit Code. Welche Etage bin ich denn? 7? Das ist, glaube ich, die 8. Ne? 8. 7? Ist das 7? Da müssen wir den Code merken. Wo ist er denn? Nein, nein, da war sie noch. 400, 233. Oh, so richtig. War gut geraten. Hey, wieso ist da so ein Vieh schon wieder? Ich glaube, es hackt. Zip und ein. Die Subjekte sind geflohen, sind da eingedrungen. Ich weiß, dass wir unseren Flieger unter kein Umschiff lassen dürfen. Aber ich kann nicht zoomen. Kann ich zoomen? Ich habe beschlossen, mich einen anderen zu suchen, einen Etagen zu fliegen. Ich habe uns ja auch geschossen. Schlüssel mitgenommen, hier wurde Zimmer 9 zugewiesen. Soll ich denn weiter runter? Boah, entspannt. Ich glaube, Zimmer unten wurden die angegriffen, wurde von der Gruppe getrennt. Es war immer aus einem Block B voller Schutt, weshalb ich gezwungen wurde, 50 Jahre zu durchqueren, um Block A zu erinnern. Büro muss eine weitere Stelle sein, mit der man hier hinkommt. Findet sich der erste dritte Fall, Zimmer 303. Sollte ich wieder fliehen müssen, werde ich den Schlüssel zu Zimmer 3 hier zurücklassen.
Okay, aber jetzt hast du kein Schlüssel hier gelassen, oder? Hast du? Hast du? Hat er? Hat er nicht? Wo hast du denn den Schlüssel gelassen? Du Eumel. Ach, dieses Ding ging mir so auf den Sack. Ach, hier waren wir doch schon. Ha! Safe. X, Doppelpunkt, komm mal. Verbesserung und irgendeine Münze. Ja, schön. Sonst nix. So, und jetzt? Hier waren wir doch schon. Ziehen waren wir doch schon. Das war 303, waren wir glaube ich noch nicht. Bin mir aber nicht sicher. Okay. Schwarze Karte. Wofür brauche ich eine schwarze Karte? Ich glaube gar nicht mehr, weil ich die wegschmeißen kann. Ja. Ich häng fest. Halt, der Aufzug. Bin ich denn dumm? Nein, dann werden wir erstmal speichern. Damit ich... Mal so ein scheiß Speicherpunkt. Ja genau, Verwaltungsbüro. Gut, okay. Aufzug da. Ab geht's. Okay, Untergrund. Wird wohl letzter Abschnitt sein, wa? Der Wald? Wie der Wald? Achso, jetzt spiele ich wieder Christoph. Ich hab das Schlüssel und da ist er. Okay. Was kann ich denn damit? What? What is this thing doing? Wait, I think it's trying to show me something. Okay, was ist aber da? Scheiße, egal, auch noch.
Who's in there? Damn it! Answer me! You're insane. Matthias! Is that you? This isn't happening. This isn't. It's not real. Was geht hier ab? Ja, ich glaube gerade. Lächerlich unterfangen, das Christoph vor uns aufzog, noch schlimmer. Messias, Matthias. Berichtigt, dass es heute in der Mine zu einem Zwischenfall gekommen ist. Er behauptet, dass ein Teil des Hauptzugs eingeschüttet ist und einige unserer Männer darum angeschossen wurden. Scheint werden wir heute Abend ein Treffen mit allen Dorfbewohnern abhalten, um zu besprechen, was passiert ist. Er bat mich, die anderen zu informieren, dafür zu sorgen, dass alle dabei sind. Ich bin gespannt, wie Christoph da mit mal sehen. Ups, war falsch. Nö. Ah. Falsche genommen. Nichts. Ach, oh, Schlüssel. Christopher? The men found something. Found something? What is it? Damn it! What the hell is going on back there? Matthias, what's happening? I'm not sure. The whole mine is filled with a bright light and... Hey! Stop all that running around, you idiots! Matthias, talk to me. What's going on? Hey, what's the problem down here? What? Where did they go? What happened, Matthias? Speak! I don't know. There was a bright flash. One second they were yelling and then... Nothing. What do you see? Tell me what you see! Nothing. There's just this... metal sphere. Don't touch anything. I'll be right there. The sphere. And the men vanished. That's why Matthias wants to meet at the chapel. I must hurry. Kalender, September 1920. Nichts abgetragen. Ich muss ja mit die Chapel. Ich bin ja irgendwo. Ja, ich muss ja doch scheißegal nicht hier rumrennen. Aha! Noch ein.
Wahrscheinlich will ich davon weg. Ich auch noch rein. Hier ist nichts. So, scheint einfach nur so eine Finte. Welchen Raum ich jetzt reingehe. Das ist eine Hütte. Ich war dahin irgendwo. Liebe Amelia, hier im Dorf geschehen einige sehr seltsame Dinge. Gestern wurde uns mitgeteilt, dass einige bereits in der eingeschützt sind und ein paar Bergarbeiter eingeschossen wurden. Aber mir kam das so sonderbar vor. Mir war klar, dass das auf keinen Fall passiert sein konnte. Ich habe die Schützen selbst gesichert. Alles war in bester Ordnung. Uns wurde gesagt, dass wir uns bis zum Treffen von der Vorschläge halten sollten. Aber ich ging dennoch dorthin, um sie mir selbst anzusehen. Die Mine war völlig intakt. Irgendwo gab es eine Spur von Mitarbeitern. Bergarbeitern. Jetzt komme ich auf Mitarbeiter. Es steht Bergarbeiter. Nicht ein Tropfen Blut, nicht ein Haar, nicht einmal ein Fetzen Kleidung. Christoph hat dort haben ein Treffen mit dem ganzen Dorf organisiert. Ich werde diese Farce klar herausfinden, was zum Teufel dieser Bastard mit den Männern gemacht hat. Wer weiß, welche Lügen er sich reinfällen lässt oder was er uns antun könnte. Was macht der Zwischenzulaber, Mann? Ich liebe dich, wir sehen uns bald wieder. Markus. Den Markus, das war eigentlich ein schnickes kleines Hütchen hier. Wie gehen wir weiter? Capella San Dief, ne? Ja, wie sieht man? Ich muss erstmal nur da hin. Kommst du da durch? Nein, weil die Hütte kommt irgendwann nicht. Die Hütte kommt. Aber hier ist nichts, außer ein Klavier. Alkohol. So. Oh, hier ist weiter. Mein Gott, das ist so schön. Hier komme ich raus. Okay, hier ist auch noch was. Schade, zu. They started without me. Ja, muss halt mal ein bisschen rumpf. Ist auch. Ne, reicht mal nicht. Cool, eine Laterne, kann ich mitnehmen? Nein. Jetzt. Das war's. So, ein Schubslager mit einer Laterne drin. Eine Kiste. Und nochmal Matratzen in dem Sinne. So Matten. So kalt. Und hier? Nee. Da kommt er. Hütte wir dann. Auch nix. Da ist er, hab gesehen. Ugh.
Ach du heiliges Gottesdinge, was ist das denn jetzt hier? Drei. Fünf. Fünfunddreißig. Eins. 15. Nee, gar nicht. Doch. 1 und 10. Oder? 35, 15, 10. Ha! Bin ich gut. Der Zahn jetzt, Mann. Oh, nein. Okay. Da. Oh, dann fall ich. Okay, mit der Zahn kann ich jetzt. Ein paar von den Sammeln war. Und da können wir die rechnen nicht an. Und ich verstehe die ganze Zeit Assassine. Aber das hat mit Assassine gar nichts zu tun. Zack, bumm, weg mit dir. Die Kette. Die ganze Zeit was viele. Was sagt die zu Lenzi? Nein, komm weiter. Da ist was. Ein Helm. Speicherschrank gefunden. Wollte ich aber gar nicht. Na was? Ja. Da meint ihr mich, weil ich die ganze Zeit quatsche. Ja, langer Brief. Ich bin kein Einfallspinsel. Ich erkenne, wenn jemand etwas verbirgt. Fünf Männer lösen sich in Luft auf und Christophers größte Sorge ist, dass er die Weite überall fährt. Nein, da stimmt irgendwas nicht. Jetzt, wo ich gesehen habe, was dieser Sphärenartefakt anrichten kann, traue ich Christopher und seinen Motiven hinter all dem nicht mehr. Er hat mich von Anfang an belogen. Er hat alle belogen. Alle angelogen. Ich habe einige der Teile der Sphäre im Dorf gesteckt. Ja. Hoffentlich verschaffen wir ihre Zeit, was hier wirklich los ist. Jo, wahrscheinlich von Matthias. Aber gut, würde ich sagen, bin ich auch nicht mehr das Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei und Bock war. Tschu, es wird spannend. Neigt sich, glaube ich, langsam dem Ende zu. Bin gespannt, was jetzt hier noch so auf uns erwartet, wenn wir jetzt auch so eine Sphäre sammeln. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie mal treffen werden. Mal gucken. Da kommt aber jemand hin. Was ist Wein? Was ist Wein? Gut, jetzt haben wir neu. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hinkommen. Wir haben jetzt noch die Sphäre. Ich muss noch. Sieht vollständig aus.
heute mit kann. Und was damit auch passiert im Nachhinein. Jetzt stelle ich mal unter, wa? Assassino. Verstehe jetzt den Assassino. Jo! Und dann mal gucken, was auch das Mädchen damit zu tun hat. Und Christopher selber und Matthias und all sowas. Aber das werden wir ja nachher wohl erfahren. Jo! Würde ich sagen, oder wollte noch Hauptzeit gerne mit dabei. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dahin. Schimmel.